Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch. Ja, zum Euro Truck Simulator 2. Und im Hintergrund haben wir Toni. Ist die Pappnase. Nein, heute fahren wir mal mit dem Mercedes Actros MP4. Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Und jetzt werden wir gleich loslegen. Ja, zum Euro Truck Simulator 2. Und im Hintergrund haben wir Toni. So, warum höre ich mich jetzt doppelt? Ist die Pappnase. Nein, heute fahren wir mal mit dem Mercedes Actros MP4. So, jetzt müssen wir mal was testen. Jetzt werden wir gleich loslegen. Ich höre mich doppelt. So, warte mal, ich muss was ausprobieren. Heute fahren wir mal mit dem Mercedes Actros MP4. So, das war jetzt irgendwas mit dem Discord. Hat irgendwie was aufgenommen oder umgestellt oder was weiß ich. Jetzt werde ich mal schauen, dass wir jetzt wieder richtig loslegen können. So, jetzt sollte es wieder gehen. Toni, hörst du mich? Mhm. Gut, alles klar. Das war jetzt irgendwas mit Discord. Der hat mich jetzt irgendwie verdoppelt, meine Stimme. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt alle richtig. Und wir können gleich loslegen. Warte mal, geht die Hupe? Ja, die Hupe geht. Also ihr habt mich bestimmt jetzt doppelt gehört. Da war irgendwie so ein Livestream-Aktivierung von Discord. Kleine Info nochmal. Wir wollen oder ich will vielleicht am Samstag oder Sonntag so eine kleine Quasseltour machen. Also nach dem Livestream, dass der eine oder andere Bock hat, eine halbe Stunde mit mir zu quatschen. Wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Aber jetzt werden wir mal gucken, wo ich jetzt überhaupt bin. Ich bin in Mannheim und ich möchte nach Venezia. Nach Venezia. Das ist Venedig, meine Freunde. Ja, habe ich aufgepasst, ne? Und ich finde den LKW richtig cool, ne? Also sieht richtig nice aus. Und wir haben... Hässlich. Ja, und Pappnase ist auch am Start. Ja, nicht zu vergessen, Edeltraut und Muschi. So. So, wir machen den Gang rein. So, Pappnase, ich weiß nicht, wann ich morgen wieder zurück bin. Weil wir müssen ja dann noch eine Runde fliegen, ob du Skalos machen. Ja. Und gegen 21 Uhr ist dann Toni da. Da wollen wir ja Wildlands noch zocken. Also es kann durchaus sein, dass ich um 18 Uhr da bin. Dass wir dann da ein Stündchen mal eine Runde fliegen. Aber ich habe ja gehört, wir haben ja Montag frei, ne? Du nicht. Ja, ich habe das erst gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass du am... warte mal, ich muss noch kurz was machen. Dass du am Dienstag wieder am Start bist. Und deswegen dachte ich so, warum kommst du erst am Dienstag? Ey, warum will du nicht fahren? So, jetzt fährt er. So, jetzt war alles wieder in Ordnung. Blink nicht vergessen. So, jetzt läuft's aber ohne Probleme. Und jetzt weiß ich, warum du erst am Dienstag kommst. Weil Feiertag ist. Pfingstmontag. Und was war denn... Vielleicht Sherlock. Ja, was war eigentlich im Pfingsten? Was war da eigentlich gewesen? Ich weiß es nicht. Ich? Keine Ahnung, ist doch irgendein kirchlicher Feiertag, ne? Ja, kirchlich? Nö. Naja, da hast du auch nicht frei. Ist doch nur die Kirchlichen frei. Naja, du bist auch nicht kirchlich. Doch. Ja, ja, jetzt immer fast immer ja nicht. Genau. So, ja, erstmal an alle, die jetzt da sind, ich grüße euch. Ich habe, oder nach dem Livestream von gestern, wo wir Wildlands gespielt haben, weil Toni wollte unbedingt Wildlands spielen. Du wolltest doof meinen. Ja, ja. Hatte ich natürlich keine Zeit noch irgendwie großartig ein Video zu machen und dann noch hochzuladen. Da habe ich gesagt, ey, leck mich am Arsch. Wir machen einfach einen Livestream draus und dann könnt ihr quasi live dabei sein. Morgen gibt es dafür aber keinen Euro Truck Simulator Livestream. Nein, das wird es morgen nicht geben. Wir werden vielleicht abends nochmal Wildlands spielen, weil wenn dann irgendwann mal Far Cry 5 rauskommt, wollen wir mit Wildlands fertig sein. So. Ah. Das ist ja noch viel Zeit.
Naja, oh, sieht der nicht geil aus? Nee, irgendwie nicht. Doch. So. Partner ist der alte miese Peter. Ja, das ist richtig. der muss immer alles mies machen. So. Ich habe Dienstag frei. Wieso hast du Dienstag frei? Geh arbeiten oder in die Schule. Gibt's doch gar nicht. Dienstag ist ja ein langer Tag. Hast du Dienstag auch einen langen Tag, Toni? Weiß nicht. Na doch, komm. So wie ich Lust habe, also nicht. Nein, wir können uns doch abend denn spät Nachmittag auf ein heißes Getränk treffen. Willst du eine Schelle haben oder was? Ja. So, ja, das ist ein MP4 Modell sowieso hieß das, glaube ich. Das habt ihr mir schon mal gesagt, aber ich hab's wieder vergessen, aber ihr kennt mich ja, ne? Da fragt sich... Ah! Entschuldigung, ich habe jetzt geguckt, da fragt sich jemand, wie er so lange fahren, oder wie ich so lange fahren kann. Ja, wie ganz... Hä? Wie, verstehe ich jetzt nicht, wie... Ja. Also, der LKW ist aus dem Steam Workshop, ja, es sind ein paar MB nur, wo der MP4 noch ein bisschen, verändert wurde. Und jetzt kommen die ganzen Abos, Mensch. Ihr wollt wieder die Alte hier ein bisschen den Rücken kaputt machen, ne? Und erstmal danke dafür. Und was wollte ich sagen? Wir fahren jetzt Richtung Stuttgart. Genau. Nee, ich fahre falsch, oder? Nee, oder? Ja, du fährst falsch. Ah, verdammte Scheiße, ich fahre schon wieder falsch. Oh, gibt's doch ja nicht. Himmel, Arsch und Zwirn. Aber ich glaube, ich kann auch so lang fahren. Das ist aber ein Armutszeugnis. Naja, Hauptsache ein Zeugnis. So. War das auch dein Motto in der Schule, oder? Naja, wer nichts lernt, kann nichts vergessen. Das war mein Motto. Das ist sehr gut. Drauf, Mann, ey. Ja. Also, ich habe jetzt nichts eingestellt. Ich habe trotzdem den Müdigkeitssensor drin. Also, nach einer gewissen Zeit wird der Knusperkopf hier müde. Man kann es natürlich auch ausmachen und. Ich lasse es drin, um einfach ein bisschen Realismus hier ins Spiel zu haben. Und deswegen lasse ich das einfach so. Zeigst du gleich noch deine Mod? Nee, nee. Ich habe ja keine Mods drin. Nee, Mods habe ich ja gesagt, wenn, dann machen wir das am Wochenende, nicht unter der Woche. Weil ich muss heute noch zwei Videos machen. Wie gesagt, morgen soll es trotzdem noch ein Euro-Truck-Simulator-Video geben. Da werde ich einen Volvo fahren, da habe ich eine schöne Lackierung gesehen. Und vielleicht am Samstag, wenn ich dann einen Livestream mache, ich muss schauen, was die Frau so alles vorhat. Ja, dann kann es durchaus möglich sein, dass ich dann mal wieder den Scania S nehme, ja. Oh, da kommt Grüße aus Cottbus. Grüße aus Cottbus zurück, sage ich dir mal. Das ist ja schön. Aus der Heimat zurück in die Heimat. So, Richtung Bern-Zürich. Oh, das könnten schöne Streckenabschnitte werden hier über die Berge. Und ja, wir fahren hier auf der Promods. Der von der Promods ist am Start. Habe ich noch gar nicht so mitgekriegt. Habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Aber werde ich bestimmt gleich noch sehen. So. Über Cottbus macht man nur Flachwitze? Naja, Hauptsache es wird über Cottbus geredet, also. Dieter spendet... Wow! 4 Frauchen, 6 Euro! Ach, hör auf! Ey, hör auf, jetzt soll... Heute ist Kindertag. 6 Euro? Na, wenn die das sieht, Junge, dann kann ich es ja gleich abknöpfen, die 6 Euro. Mann, Mann, Mann. Danke dir, 4 Frauchen. Oder meinst du jetzt Edeltraut? Ja, die gibt mir, die lässt mir alles übrig. Die gibt das eh für ein Drogenhaus. Ja, genau. Nee, ich hab nicht mal Kaffee hier. Ich habe zu meiner eigentlich so unterschwellig gesagt, naja, ich gehe jetzt einen Livestream machen, wie sieht's aus mit Kaffee? Hat's mich nur doof angeguckt. Verständlich, oder? Ja, das irgendwie...
Irgendwie müsste es automatisch gehen. So, wir fahren jetzt hier rüber. Kaffee, Bockwurst, ja. Ich habe wirklich gerade eben eine Bockwurst gegessen, bin nach Hause gekommen. Da habe ich wieder schön in Lübben im Stau gestanden. In der Big City, Gurkenstadt. Und da habe ich wieder richtig Knast gekriegt, ja. Was, gleich Sommerferien? Das ist doch nicht gleich Sommerferien. Also in Brandenburg zieht sich das auf jeden Fall noch ein bisschen hin. Aber lang ist eh nicht mehr. Die Zeit vergeht ja so schnell. Und dann könnt ihr euch ein bisschen feiern lassen, 6 Wochen. Ich will mal kurz das Wetter von draußen angucken. Ja, guck mal, wie das Wetter ist, ob es überhaupt lohnenswert ist für die Sommerferien. Weil sonst könnten sie ja weitermachen mit der Schule. Ja, und danach muss ich ein Video machen. Jo, jo, alles klar. Ah, oh, sieht der nicht geil aus, der LKW. Ey, das passt wirklich gut. Also, ich hab... Ja. Kühn und Nagel. So. Halt die Fresse. Ja. Da muss man schon ein richtiger Nagler sein, um diesen... Zeig mal den LKW von außen. Da hab ich, mach ich doch. Auf gleich, guck mal. Gucke, 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 gucke an, wie ich den LKW von außen zeige. Weil den kann ich... Erkennst du den Namen? Also... Naja... Ist der Groschen gefallen? Ist der Groschen... Oh Mann, ey... die sind wirklich verwandt, ne? So! Die bessere Hälfte war heute auch schon wieder da. Ja, das ist wirklich ein Osterei, das sagt ihr wirklich. So, so, ach hier, CDF ist auch da. Ich grüße dich, Mahlzeit. Naja, hat wohl jemand gerade was gegessen, ne? Kurz vor Armbrot. Grüße aus Essen. Ich war, glaube noch nie mein Leben in Essen. Ich kann es, glaube ich, ich weiß nicht. In Essen war ich, glaube ich, noch nicht. Ah, guck mal, das war doch wieder, gucke an, was, Ares Gaming, für alle, die es nicht wissen, das ist Pappnase. Der LKW ist relativ hässlich. Ja. Nee, kann ich nicht behaupten. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr diesen LKW findet. Also, ich muss wirklich sagen, er sieht echt geil aus. Wirklich hübsches Gefährt. So, wir fahren jetzt aber ein bisschen ordentlich. Sonst kriege ich wieder hier hinten, hinter mir fährt jetzt wieder die Volkspolizei. Ihr seht es. Da fahren wir doch lieber ein bisschen ordentlich. Nicht wahr, Edeltraut? Die sitzt schon wieder da, als wenn sie wieder einen Stock im Arsch hat. Mann, 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 Mann. Kaffee, Bockwurst, Maximus, du bist der Coolste. Danke dir. Vielen Dank. Robin. Was? Wie machst du Streams? Wie machst du Streams? Ganz einfach, ihr holt euch OBS. Meine Version von OBS ist 19.02, 64-Bit-Version. Und da gibt es so viele Videos, wie was funktioniert. Ihr könnt das auf Twitch machen, ihr könnt das auf YouTube Gaming machen, ja, wo ich es jetzt mache. Und ich habe mich für YouTube entschieden, obwohl da die Reichweite relativ oder wesentlich geringer ist. Aber immer noch mehr wie Hitbox. Ich glaube, von Hitbox redet doch gar keiner mehr, ne? Gibt es überhaupt noch? Naja, ich weiß nicht. Es war so ein Schnellschuss und dann haben sie viele rübergeholt. Und dann, ja, war es dann, glaube ich, ganz schnell vorbei. Und viele sind dann halt wieder zurückgegangen, weil sie gemerkt haben, aha, Hitbox, da bleiben die dann irgendwann mal stehen. Und die große Masse ist nun mal auf Twitch, ne? Gerade mit der Partnerschaft hier mit Amazon, wenn man dann Amazon Prime Kunde ist, kann man umsonst ein subscriben. Ich kann zum Beispiel hier noch nicht subscriben. Ich weiß nicht, wie das geht, wie ich das einstellen kann, ob man da irgendwelche Voraussetzungen haben muss oder ob das nur gewisse Leute erstmal nur machen können, die einen ein Netzwerk angehören oder. Wenn ich es dann irgendwann mal weiß oder einer von euch weiß, wie das funktioniert, was ich da machen könnte, dann könnt ihr es mir gerne mal kommunizieren, ja, mal reinschreiben und dann sehen wir weiter. Ja, aber wie gesagt, ich bin froh, wenn ich jetzt hier einen Stream mache. Da sind jetzt so, jetzt sind wir 100 Leute, die live mit mir auf Tour von
Mannheim Richtung Venedig sind. Hier auf der Promotz. Und ja, das ist doch schön. Und ich dann hoffentlich den ein oder anderen Abonnent hier eine Frage beantworten kann, ne? Das ist ja meistens immer so, dass man, wenn man hier fährt, nicht allzu viel mitkriegt, ne? Daniel feiert meinen Kanal. Danke dir. Und da haben wir wieder einen neuen Abonnenten dazu bekommen. Schön. Genau. Und was auch Korab gerade sagt, ich bin nicht so hier der Obergrüßer. Aber habe ich jetzt gesagt. Punkt. Schluss, aus, vorbei. Hau. Hau, der Apachenhäuptling, Obermedizinmann. Aus Rumpel aus der Kiste, hat jetzt Hau gesagt. Und dann werden wir schön gemütlich. Ach, siehst du, wisst ihr, was wir nochmal ausprobieren wollten? Werde ich heute nicht dazu kommen. Escape von Tarkov. Wollten wir doch mal schauen, dass, ob das geht. Ein geiler YouTuber, da das hört sich doch gut an. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht so die absolute Lieblingsmarke von LKWs. Bei mir muss es immer so sein, ich habe hier diesen Skin gesehen, ja, also die Lackierung von diesem LKW und ich fand sie, jai. Au, au. Ich glaube, wir haben einen Unfall gebaut. Naja, der sieht doch, dass ich blinke. Ich blinke sogar immer noch. Habt ihr nicht gesehen, meine Freunde? Habt ihr nicht gesehen? Also für den Unfall, bitte keine Daumen nach unten. Alle Daumen nach unten, alle Daumen nach unten. Ja, ja. Ja, und das sah eigentlich ganz cool aus. Dann dachte ich mir, okay, dann werde ich das einfach mal nehmen. Das passt ganz gut. Dann fahren wir heute mal wieder Mercedes. Natürlich, es gibt nicht 100.000 verschiedene LKWs, ja, wo ich dann jedes Mal einen komplett anderen LKW nehmen kann. Aber naja, so ist das halt, ne? So, wir haben noch 400 Kilometer so auf der Uhr, fast 500. Und ich habe ja gesagt, unter der Woche soll es dann. Soll es ja auch nicht so lange gehen, ne? Ja, der beste YouTuber, Daniel, bin ich nicht auf der Welt. Dann, das stimmt allerdings. Ja, dann würde ich wahrscheinlich so viele Abos haben wie, was weiß ich hier. Wie heißt sie nochmal? Miss Beauty Palace oder wie heißt sie nochmal? Wie hießen die nochmal? Hier, die mit den Bab-Bab-Video. Wie hießen die? Pappnase? Eine Pappnase? Ja. Nee, wie hieß denn die? Die Miss Beauty Palace? Ach, was weiß ich. Die mit den anderen Knusperkopter Julienko irgendwie zusammen ist. Ach, was weiß ich denn, ey? Ich guck so einen Scheiß nicht. Ja, aber du kennst den Namen von dem, ist klar. Naja, weil die das immer so. Weil Heider hatet doch hier. Aber da habe ich auch schon lange nichts mehr so richtig gesehen, ne? Der hatet wohl nicht mehr so richtig. Was ist ja, da los? Der hat sich zurückgezogen, der Onkel. Ja, der Onkel hat schon. Na ja, gut, du kannst in gewissen Bereichen denn irgendwann das nicht mehr toppen, weißt du? So wie es bei. Wie heißt er nochmal? Nicht Lügenlord, sondern hier. Wie hieß denn der nochmal? Mann, der jetzt umgezogen ist. Hier mit seiner Liegestütze. Was? Der die Liegestütze gemacht hat. Hier Sport. Der Dicke. Drachenlord. Nee, der ist nicht Drachenlord, Mann. Mann, wie heißt denn der nochmal? Wap, wap, wap. Bibi Beauty Palace. Ach so, hieß die. Ja, danke dir. Was meinst denn du, Mann? Na, bist du denn doof? Den haben wir auch schon mal angeguckt. Den Dicken. Nee? Da hast du gesagt, du musst dir unbedingt mal das angucken, wie der Liegestütze gemacht hat. Ah, ja, hier. Tanzverbot. Ja, Tanzverbot, genau. Meine Fresse. Der ist umgezogen? Ja, ich habe nur in den Charts oder was weiß ich da irgendwie gesehen. Ja, ich meine erste Nacht irgendwie in der Wohnung und heute hat er irgendwie
Meine letzte Nacht bei Mutter oder Mama, irgendwie so. Ich hab's mir ja nicht angeguckt. Weil irgendwann, so schnell wie er hochkommt, wird er auch wieder in der Versenkung sein. Gehe ich davon aus, weil. Ja. Hau! Hau! Gehe ich. Ja, das ist einfach zu krass nach oben und, mit was will er es denn noch toppen, ne? Scania V8, genau. Oh, ist aus. Ja, wie gesagt, vielleicht am Samstag, ne? Brick sagt er hier, Tanzverbot. Genau, der wusste schon, was ich meinte. Da haben schon die ersten geschrieben, Tanzverbot. Ja, ich muss sagen, ich gucke mir auch gerne an und freue mich auch, dass er da seinen Erfolg feiern kann. Aber ich denke immer weiter, wie das Schwein scheißt. Und das bedeutet, was ist in 5 oder in 10 Jahren? So denke ich ja, ja. Und manche YouTuber, die tun ja schon einige Videos wieder löschen, weil sie irgendwo mit dem Content, den sie mit 20, 25 gemacht haben oder noch jünger, sich nicht mehr identifizieren können, weil sie vielleicht auch ganz andere Interessen haben, erwachsener geworden sind. Oh! Ey! Warum? Jetzt wollte ich euch die ganze Szene hier zeigen in Österreich und dann bremst dieses dumme Kind da vorne. Ey, warum bin ich nicht eben hier reingefahren? Wie kaputt ist er? Oh, guck mal, der ist richtig aus Kruppstahl, da geht gar nichts kaputt, Mensch. Mann, ich habe heute aber wirklich nur Glück hier beim Autofahren und du lässt mich jetzt rein. So. Was haltet ihr von Energy Drinks? Ich trinke die ab und zu mal, wirklich, jetzt nicht mehr so oft, muss ich ehrlich sagen. Aber so, mal so ein, nicht mehr den normalen Red Bull, sondern so ein, aus der grünen oder roten oder was weiß ich, blauen hier Verpackung. Ich weiß nicht, wie die Dinger da heißen, die Sorten. Ja, aber sonst habe ich hier zum Beispiel von ganz normalen Netto hier so, wie nennt der, Black Cat oder so mal, so hinter jetzt, aber nur ganz eiskalt. Aber ich habe davon jetzt ein bisschen Abstand gehalten, also nicht mehr so viel, weil dann, ich trinke sonst immer den ganzen Tag nur Wasser. Als ob. Na klar, Wasser trinkt das liebe Vieh und denkt, das ist Kabambuli. Was für ein Ding? Ja, ein Kuh auf den Schwanz geschissen, mit Schwung aufs Dach geschmissen. Nee, wenn ich nicht Kaffee trinke, dann trinke ich Wasser. Ja, ganz normal. Wann trinkst du Wasser? Ich trinke im Büro, habe ich immer Wasser. Immer schön. Ja, gerade jetzt, wo es kostenlos ist, wa? Nee, weil das ist Medium und Medium ist wie... Ich will richtiges Rülpswasser haben. Also bei mir muss es richtig schön sprudeln. Medium trinkt die Muschi nicht. Nee, ganz ehrlich, trinke ich nicht. Das ist für mich, da kann ich gleich, weiß ich, Leitungswasser ein bisschen durchschütteln und dann hintertrinken. Ja, das ist für mich nichts. Ach, jetzt sehe ich das. Ach, Schweiz bin ich gerade? Dann sage ich doch nicht Österreich, genau. Nee, das war ein Schweizer, der gerade in Österreich rumgefahren ist. So ist das. Ach ja, der von der Promotz ist auch gerade am Schlüssel. Ich hatte vor ein paar Tagen so leichte Probleme mit der Promotz, aber das hängt damit zusammen, weil ich in der Zeit, wo wir das letzte Mal die Reihenfolge von der Promotz reingedödelt haben, ich so viele Mods rein und raus und rein und raus und dass dann immer, wenn ich in diesen sogenannten, ich zeig's euch mal, ich halte jetzt an, mach Warnblink. Wenn ich jetzt in diesen sogenannten Flugmodus gegangen bin, ja, und bin dann irgendwo mal zu einer gewissen Stadt geflogen und hab mein LKW dann wieder mit hingesetzt, dann ist das Spiel abgestürzt. Ja, dann war dann keine Rückmeldung und dann habe ich gesagt, ey, du haust die Promods wieder als erstes vorne rein und dann war wieder alles super. Und jetzt läuft es wie ein Länderspiel wieder. Ich bin glücklich. Weil ich hatte schon überlegt, eine andere Mod rein, Map reinzumachen, ja. Aber wie gesagt, am Samstag oder Sonntag, ne?
für die Leute, die live beim Livestream dabei sind, die werde ich natürlich, ihr werdet das dann live mitbekommen, wann ich denn sage, so, heute gehen wir alle nochmal schön gemütlich auf meinen Discord und machen eine halbe Stunde, Quasselstunde, bis mir die Ohren glühen und ich dann sage, tschüss aus, vorbei. Also ich habe dann auch nicht 100.000 Stunden Zeit, weil Zeitverzug und Abfahrtsplan, ich muss ja dann auch noch Videos machen und Privatleben gibt es ja auch noch, ne? Nur mal so, ne? Und wenn es gut ankommt, dann gucken wir mal. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was du da wieder rausholst für Schoten. Naja, was denn? Das mache ich nicht live, die Runde. Ne? Ne, das mache ich nicht live. Weil es kann ja durchaus sein, wo sich Leute dann ein bisschen gehemmt fühlen und wollen dann nicht quatschen. Und, so, ja? Na und? Nein, nicht na und. Da haben wir schon suchen da drin. So, das ist, verstehst du nicht? Doch. Nee. Doch. Vielleicht gibt's ja den einen oder anderen, wo wir dann noch was zusammen machen können. Weiß denn? Na, so wie Pappnase, der jetzt abgestiegen ist, ja, und nicht mehr mit uns Whiteland zocken will. Ja, das ist ganz schön ein Vaterlandsverräter. Ja, das ist ein Vaterlandsverräter. Verstehe ich nicht, sowas. Ich bin wirklich zutiefst enttäuscht von ihm. Ja. Was mache ich beruflich? Das wird mir so oft gefragt, alter Schwede. Nichts macht er, nichts. Er ist nur da. Na, Stoffwechsel. Das ist sehr schlecht. Und das mache ich sehr gut. Nein, ich bin im öffentlichen Dienst. Wie die Rotznase. Nee, Pappnase, nicht Rotznase, Pappnase. Nee, du Rotznase. Und nächste Woche kann ich Toni wieder ordentlich Backpfeifen geben. Kannst du ein paar reinkriegen? Oh Gott. Ja, jetzt fängt noch hier Promots ohne an. Ich muss mich um die Reihenfolge kümmern. Ja, ihr wollt mich alle nur ärgern. Mann. Ich hab eine Community, ey. Die wollen mich immer stänkern. Ei. Guck mal, ich habe heute 6 Euro und 6 neue Abonnenten jetzt gerade beim Livestream. Das ist das, was Toni immer in der Schule hatte. Da hat er auch immer 6 Euro gekriegt. Ja. Genau. Ganz schön frech geworden, hast du recht. So. Hat er mir nicht gehört. Was? Ich hab's nicht gehört. Du bist frech geworden, soll ich dir sagen. Naja, du brauchst das. Nochmal Grüße aus Essen. Mensch, wie viel kommen denn aus Essen, Mensch? Da gibt's bestimmt ordentlich was zu essen. ob ich weiß, die TSM-Map. Ich ganz ehrlich, ich hab zum Anfang, glaube noch auf meinem alten Kanal, das erste Mal die TSM-Map gespielt. Fand sie auch ganz interessant, gerade so, dass man bis nach Afrika fahren kann. Bloß... Für mich ist nicht die Größe der Welt das Ausschlaggebende, die Abwechslung. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier runter gucke, ja, und sowas alles sehe, oder ich fahre in einer Region, zum Beispiel nach Norwegen, ja, oder sagen wir mal nach Skandinavien, und es ist landestypisch, wo man sagt, ja, so stelle ich mir Norwegen vor oder Skandinavien oder halt andere Sachen oder Frankreich oder ein bisschen Spanien. Ja, das finde ich für mich jetzt sehr viel interessanter, ja, als wenn ich jetzt nach Afrika fahre und ich sehe die gleichen Gebäude wie wenn ich jetzt, sagen wir mal, durch Niedersachsen hier im Standardspiel fahre, ja. Also das ist für mich jetzt nicht so. Ich weiß nicht, ob die an der 1.27 oder ob die überhaupt noch an der TSM-Map spielen. Wenn sowas wäre, könnte man durchaus mal so einen megamäßig langen Stream machen, komplett durch Afrika fahren. Wäre vielleicht mal ganz interessant. Aber so prinzipiell bleibe ich erstmal der Pro-Mods treu. Wenn jetzt was anderes mal kommt, ich habe schon überlegt, in ein, zwei Wochen vielleicht mal nach Russland zu gehen oder euch einfach die Entscheidung mal überlasse, ob wir vielleicht mal eine Woche durch die Türkei, gibt es ja auch, oder. Wir gucken mal, es gibt ja zwei Versionen von der Russmap, ne? Es gibt ja immer die komplette Russmap und dann
Dann noch so eine andere russische Map. Schauen wir mal, vielleicht wird es ja so sein, weil, klar, Promons ist die geilste Map, ja, aber man kann ja auch mal über den Tellerrand gucken, ne? Soll ja nicht schaden. Und ich hoffe ja auch, dass jetzt bald irgendwann mal irgendwann für den ATS die Promos kommt, ne? So, ne? Zwinker, zwinker. So. Wir werden erstmal ein bisschen Maut bezahlen, Freunde. Was mag ich mehr? MAN oder Scania? Eigentlich ist es ja eine Fangfrage, ne? Die gehören ja eh alle zusammen. Grüße aus Mecklenburg. Ich war vor nicht mal einer Woche in Mecklenburg. Schön oben auf Stralsund. Und in Prora. Schön ins kalte Wasser. Hast du Fischbrötchen gefressen? Oh ja, aber nicht den ersten Tag, den zweiten. Fischbrötchen kann ich empfehlen. Das war am Kutter Anja. Was habe ich jetzt eingestellt hier? Product Placement. Ja, ja. Ich kriege ja kein Geld dafür, deswegen ist es kein Produktplatzierung. Ja, das sagst du nur so, als Ausrede. Ah ja, die kommen auch. Ah ja, Mann! Was ist denn heute hier los? Ich hab ein Passat CC weggerammelt. Ach, Hilfe, mein Freund, du kannst, mein italienischer Bruder, du kannst fahren. Los, komm. Ich hab ein VW weggerammelt. Ach du Scheiße. Asche auf mein Haupt. Ach, sieht das nicht geil aus? Herrlich, wir machen mal die Rundumleuchte an, ne? Hier, der Stern von Maximus, der ist aus. So, weiter jetzt. Ach, Hilfe. Grüße aus München, aus Dominik wohnt in München. Ah, München, muss ich auch sagen, war ich auch noch nie gewesen. Hast du schon verpasst, hässlich. Ja, Grüße aus nichts. Nichts ist, gut. Warst du schon mal in München gewesen? Warum? Es soll doch schön sein in München. Na, da wohnt die bescheuertste Mannschaft der Welt. Ach so, Verwandtschaft wohnt da. Bescheuertste Mannschaft. Ach so, die bescheuertste Mannschaft. Nö, die erfolgreichste, würde ich mal sagen, ne? Nee. Na, wer ist denn erfolgreicher als Bayern München im deutschen Fußball? Ansichtssache. Naja, also. Ansichtssache. Gut, brauchen wir nicht diskutieren. Wir werden gemeinsam irgendwann mal FIFA zocken. Nein. Ja, VW gehört auch, ne? Alles zusammen, alles eine große Schüssel. Und ihr wisst, ich bin ja so ein VW-Affe. Und deswegen hoffe ich doch, dass MAN irgendwann mal einen neuen LKW rausbringt und nicht den TGX Euro 6. Ja. Und dann läuft das alles. Abwarten, ne? Was für ein Monster da rauskommen. So, Freunde, wir haben es auch bald geschafft. Wir haben nur noch 222 Schnapszahl Kilometer auf der Uhr und dann ist Ende. Aus Ostfriesland. Juhu. Wir wollten ja eigentlich dieses Jahr nochmal weiter, nochmal eine Woche an die Ostsee fahren, aber du kriegst nichts mehr da. Doch, wir haben es gekriegt. Ja, wo? Richtig auf Rügen, oder? Nee. Wo geht's nochmal hin? Wo geht's nochmal hin, den Urlaub denn? Nein, Juli. Naja, da wollten wir hochfahren. Usedom. Ja, Usedom ist auch geil. Aber ja, hab ich da, doch. Naja, aber haben wir auch nichts gefunden. Nur so viel noch frei. Warte mal, ich weiß gar nicht mehr, wann wir fahren wollten. Wir wollten irgendwie, ich muss ja halt immer gucken, wer denn die Auszahlung da sein müsste. Ich glaube die letzte Juniwoche? Na, 30. Juni und dann bis verlängert das Wochenende bis Juli rein. Na, warte mal, nee, warte mal. Meine hat am 20. 20. Ist das ein Donnerstag? Weiß ich nicht, kann sein. Ich habe auch mein Telefon nicht dabei. Die hat ja jetzt irgendwann Geburtstag. Das weiß ich doch nicht. Sehr gut. Aber ja, das
Das muss man ja, wo soll das wissen? Verständlich. Na, woher soll ich das wissen, dass meine Geburtstag... Nee, die hat am 20. Am 20. Juli. Und wir wollten eigentlich dann so am 21. bis danach, also die Woche, weißt du, wollten wir... 22. Ja, 22, 23. und was weiß ich, bis zu 28, 29. Weißt du? Da wollten wir. Aber da findest du nichts mehr. Der ist so doof. Jetzt sag nicht, dass du weißt, wann deine Geburtstag hat. Aber sicher. Du Lügenlord! Nein, ich weiß das hundertprozentig. Nee, ich weiß was. Nee, ist mir egal. Die wird ja schon irgendwann vor mir stehen und sagen: Hast du was vergessen? Was hab ich meine. Hast du mir meine Stullen nicht gemacht? Oder was hab ich die vergessen mitzunehmen oder was? Weiß ich doch nicht, Mensch. Es gibt Sachen, in Afrika hungern Kinder, Mann. Das kann ich mir um sowas. Mann. So, ja, jetzt habt ihr wieder Real Life, Maximus und Toni mitgekriegt. Urlaubsplanung. Aber mal gucken. So. Rum hier. Au, 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 au. Ins Pizzaland, genau, wir fahren ins Pizzaland. Oh, wir werden jetzt erstmal ein Nickerchen machen. Bevor wir denn bei Francesco und Luigi dann unsere Fracht abgeben. Ich kann gar nicht sagen, was wir geladen haben, aber hier liegen schon mal ein paar Kameraden von uns hier. Ihr steht auch wieder wirklich günstig, Mensch, meine Freunde. Komm ich da rin? Ach je, wie soll ich da rinkommen mit dem LKW? Schon vorbei die Runde? Nein, ich will nur ein Nickerchen machen. So, warte mal, ich da vorne einen Spiegel? Ja, da vorne halt einen Spiegel. Warte mal, ich kann noch ein Stück rüberfahren, ja. Ah, ein bisschen Bordsteinkante, das ist nicht so schlimm. Okay, wir stehen jetzt nicht so perfekt, ne? Aber wir können uns ja noch mal ein bisschen... Ah ja, wir stehen gut. Wir stehen gut. Wir gehen jetzt mal nach außen. Motor aus. Einmal ein Nickerchen. Einmal ein Nickerchen. Niederseebach, wo auch immer das ist. Hm. Am Arsch der Heide. Ja. Woher ich Pappnase kenne? Pappnase kenne ich... Ganz einfach, der hat mal ein Video gemacht, wie man versucht, ein bisschen besser zu fliegen. Und dadurch... Das war nicht erfolgreich. Es war zum Teil erfolgreich. Ey, bist du verrückt, Alter? Da war ein Hirsch. Ja, da war ein Hirsch. Ich werde dir gleich mal Hirsch. Ich hab mich erschrocken. Ich habe mir gestern mal die Zähne angeguckt. Doof, Mann. Aber es war wirklich zum Erschrecken, oder? Nö. Du bist doch dämlich. So, ja, und deswegen... Ach, CDF ist auch da, sehe ich gerade. Oder habe ich das vorhin schon gesagt? Oder was? Ach, weil ich sehe doch schon nicht mehr durch hier. Ja, und dadurch kenne ich ihn. Also, habe dann quasi gehört, wie seine Stimme sich so anhört. Und. Und somit haben wir uns dann irgendwann mal hier auf dem Discord getroffen... Und seitdem ist er hier. Na toll, wir werden ihn nicht mehr los. Mehr. Und spielen will er auch nicht mehr mit uns. Der will einfach nicht mehr mit uns Wildlands spielen. Naja. Okay, wir werden das irgendwann mal hinkriegen. Ah, oh, die Sonne geht auf. Ich würde jetzt sagen, es ist ja so herrlich. Ich brauche gar nicht rüberfahren, oder? Nö. Hast du mal gesehen, was es noch dazu gibt zu dem, zu der Gold-Edition von Far Cry 5? Ne, ich habe gar nicht nachgeguckt. Ich denke mal, da wird's, ich hoffe mal nicht, dass es so ist wie jetzt bei Wildlands, dass man dann so eine extra Charakter machen muss, um dann, ja, so eine separaten internen
gebastelt. Ja, das ist ganz schön nervig, ey. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man dann eventuell mal in eine andere Rolle schlüpft von so einem Verbrecher. Aber ich habe mich jetzt so bei Wildlands an meinen Charakter gewöhnt, dass ich eigentlich nur noch mit diesem Eichelprinz da rumrennen will. Ja. Ach ja, da war CDF vorhin schon da und jetzt ist Katzenpaul gekommen. Ah ja. Schön, dass du wieder da bist. In Hessen. Ach, in Hessen ist es. In Hessen war ich auch schon mal. Irgend so einen komischen, riesengroßen Bunker von einer geheimen Armee. Los, es war in Hessen. Ich wüsste es nicht mehr. Hab's schon wieder vergessen, wo das war. Reimt sich. Was? In Hessen hab's vergessen. Oh. Ach so, ja. Ja, da sind wir wirklich mit einem Transporter rumgefahren. Und da meinte der Typ, so, pass mal auf, wir müssen jetzt entgegengesetzt den Uhrzeigersinn fahren. Aber guckt auf die Uhr, wir haben nur noch 5 Minuten Zeit, weil dann kommt der Schichtbus. Ich so, ja und? Ja, der fährt im Uhrzeigersinn. Und hier kann nur der Bus oder der Transporter langfahren. Ich so, oh, Attacke, weil sonst hätten wir einen übelst weiten Umweg im Bunker fahren müssen. Ey, ich hätte nie gedacht, wie riesig das ist. Und dann gebe ich da Gas mit einem Sprinter. Du darfst aber auch nicht so schnell fahren, weil hier sind überall Sensoren. Wenn du zu schnell fährst, dann geht der Alarm los und alle Tore schließen sich. Ich so, ach du Scheiße. Und wirklich, wir sind dann so einen Weg rein, zack, weil wir mussten da Waffen hinbringen. Und nicht mal eine... Ey, das kam mir vor, als wenn es nur 10 Sekunden, aber es war vielleicht eine halbe Minute oder 40 Sekunden. Danach kam der Bus angeballert. Bam! Denkst du, Alter, das war aber knapp. Hätte voll in die Hose. Dann hätte Maximus jetzt keine Videos mit euch machen können. Dann wäre ich ein richtiges Bunkerschwein. Hätten sie mich da gelassen. Und irgendwann mal, 1000 Jahre später, hätten sie ausgebuddelt und gesagt, oh, das wäre ein großartiger Mensch gewesen. Aber nein, er wurde überfahren von einem Bus. Tja, so kann es manchmal kommen. Hm. Du tust der Menschheit nur einen Gefallen. Ach, herrlich. So, Freunde der untergehenden Sonne, wir haben nur noch 68 Kilometer. Wir haben es gleich geschafft. Ihr seid dann erlöst. Ihr könnt dann quasi euren Abend schön ausklingen lassen. Ich fahre jetzt nach Venedig. Welchen Fan bin ich? Ich bin von niemandem Fan. Außer von Toni, da bin ich der größte Fan. Geht doch. Ja, ja, das wollte er mal hören, deswegen sage ich es. Manche Leute brauchen einfach nur die Bestätigung und dann, um den geringsten Widerstand zu machen, sagt man das einfach und dann fühlt er sich gut. Toni, du bist der Beste. Geht doch. Naja, siehst du, sag ich so. Kriegst du schriftlich? Nein. Dann zählt es leider nicht. Doch. So. Na, also Aschka fährt auch gerade ein bisschen LKW. Wie heißt ihr auf Discord, Max? Ganz einfach zu finden. Wenn ihr auf meinem Kanal seid, auf meinem YouTube-Kanal, da seht ihr doch dann, wie viele Abonnenten ich habe, dies und das. Da sind dann halt von MMOGA so ein Link da. Für die, die es interessiert, ne? Und dann sind dann halt noch so eine andere Links, ja? Und da ist einer von Discord, ja? Ich weiß nicht, ob hier Katzenpaule oder halt CDF da einfach den Link mal hier reindödeln wollen, können, möchten. Und dann geht's da ab, die Luzi. So. Wir haben's gleich geschafft. Wir haben's kurz nach 7:30. Ach, der war wieder gut. Ah. Guck mal, da hat Toni wieder einen Freund. Jemand, der Borussia Dortmund gut findet. Besser, Mann. Mach ihn zum Moderator. So, komm, du Ei. Ich habe ja schon so oft gesagt, dass ich mit Toni FIFA zocken will. FIFA 18 oder so, ja. Ich nehme Bayern, er nimmt Dortmund und dann, ach, ich glaube, wir würden uns nur voll brüllen, weil wir alle Bälle nicht Fußball spielen können.
Ich würde dich voll brüllen. Ach, das wäre so geil. Ja, 36.000 Abos. Ja, großes Ziel ist dieses Jahr eigentlich nur, was soll ich hier sagen? 40. Das ist eigentlich mein Ziel. Und alles, was darüber kommt, ist ein Bonus. Ja. Und da habe ich ja gesagt, dass ich dann im Multiplayer 4 Stunden Livestream möchte. Ihr wisst ja, wie... Dann mach mal. Und ihr wisst ja... Ihr wisst ja, wie gerne ich Multiplayer spiele. Weil zum Anfang ist alles noch ganz lustig. Und dann kann es durchaus ganz schön hektisch werden. Und Maximus ist dann immer ganz schön genervt. So eine 1,5 Stunden. Oh je, 4 Stunden, da brauche ich auf jeden Fall ordentlich Koffein. Da werde ich mir extra noch eine Thermoskanne holen und mir dann ordentlich eine einplumpsen. Vielleicht haue ich mir da noch einen Schuss rein, dass ich gar nichts mehr mitkriege nach einer gewissen Zeit. Und dann ist gut. Kannst auch einen Schlag kriegen von mir, kostenlos. Ja, du kannst mich ja... Ey, weißt du, was wir machen? Du kommst dann Nein. Du kommst zu mir. Nein. Und wenn es zu anstrengend wird, kannst du mir den Schweiß von der Stirn wischen. Ich pupse dir ins Gesicht. Ja, das ist mir klar. So, wo kommt ihr denn alle her jetzt, ihr Mann? Ey, sieht schon geil aus, der LKW. Sag mal, ist Partner also verloren gegangen, oder? Nee, der hat gesagt, er will ein Video machen. Ach so. Ah, siehst du, Sascha sagt hier, aufgrund meiner Videos hat er sich die Pro-Mods geholt. Das ist doch schön. Und das will ich auch immer so ein bisschen vermitteln, ja. Also ich will dann halt ein bisschen was zeigen. So wie zum Beispiel dieses Emergency New York City, wo dann einer sagt, okay, das ist noch in einer sehr, sehr frühen Phase, aber wir warten mal ab. Maximus bringt ja sowieso immer mal wieder ein Video vom Spiel und wenn denn das Spiel interessant ist, dann kann man sich das ja eventuell holen, wenn man lässt es, ja, wie beim Fernbus-Simulator, da kam ja diese Woche auch, war es diese Woche, ja, oder letzte Woche, diese Erweiterung mit diesem komischen Bus da, ne, und, also, dass ich euch ab und zu mal dann ein bisschen was bringe, ne, aber nicht nur Simulationsspiele, es kann durchaus mal sein, dass wir auch mal ein anderes Spiel spielen. Ja, FIFA 17 habe ich aber nicht mehr auf der Platte. Also ich habe das nicht mehr auf dem Rechner oben. Das hat Toni alles platt gemacht. Einer muss schuld sein. Und ja, die Saison ist jetzt sowieso vorbei, ne? Vielleicht werde ich es mir mal wieder runterziehen, also. Oder hochziehen. Na, hochziehen tut man ja den Rotz in der Nase, ne? Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, Zimmer. Naja, das, was ich sage. Aber so richtig FIFA mit Toni hätte ich so richtig Bock. Nein. Du stell dich doch einfach mal. Na, du kriegst da übrigens eine rein dann. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich spiele nur auf dem PC. Konsole. Toni holt sich mal eine Konsole. Nee. Klar holst du dir irgendwann mal eine Konsole. Nein. Okay, also wie gesagt, wir beide sind jetzt nicht die Konsolenzocker hier, wenn man einen einigermaßen guten PC hat. Konsole ist scheiße. Es hat schon seine Vorteile, wenn du Preis nicht so viel Geld hast und die Eltern wollen Ruhe haben von dem Gören, dann kaufen sie für 400-500 Euro eine Konsole. Ja, hier ist ein Scania-Händler und dann ist die Sache geritzt. Ja, und dann ab und zu mal ein Spiel. Bei einem Computer können die Gören ja noch mehr Scheiße bauen. Und so sitzen wir vor einer Konsole und kriegen wenigstens keine krummen Fingern vom Wichsen, sondern nur vom Daddeln. So. Jetzt. Ach man, was mache ich denn jetzt? Wir versuchen jetzt mal einzuparken. Wir versuchen jetzt mal einzuparken. Ach, je. Da kann ich ja was werden hier. Edeltraut, oh Edeltraut, der man auf den Schädel haut. Das ist ja wieder blöde mit...
mit gucken, wo jetzt hier der Trigger ist, wo ich jetzt hier rumlenken muss. Ja, was macht denn der jetzt hier? Der... Ich glaube, das wird so nichts, ne, was ich hier mache. Ach je. Das ist ja wieder verrückt hier. Ich sehe ja gar nichts. Muss ich jetzt schon einlenken? Ich muss dann sowieso, dann glaube ich nochmal gerade ziehen. Mit einem Zug werde ich das sowieso nicht hinkriegen. Wäre ja auch kein Lokführer, ne? Deswegen, mit einem Zug geht das nicht. Ja, aber, ey, aber Jungs, das ist schon wesentlich besser, wie ich das sonst immer gemacht habe, meine Freunde der untergehenden Sonne, oder? Meine Freunde. Aber nicht verraten, dass ich wirklich einen LKW-Führerschein habe. Aber ja, ich bin ja 10-17 gefahren, das kann man jetzt wirklich nicht so ver... Ja... so verhaspeln, dass es jetzt so der obermäßig geile LKW ist. Da sind wir auch nicht so eine Aufliga gefahren, da sind wir wirklich so eine Drehschemel auf Liga gefahren. Ah, war schon ein bisschen zu schnell. Öffnen, schließen, das ist mir manchmal immer zu schnell hier. Ich kann jetzt nicht auf den Chat achten, ich merke nur mal, dass ihr schreibt immer. Juhu! Maximus hat's geschafft! Na, aber... Und nicht vergessen, wenn ihr Multiplayer seid, macht bitte den Rückwärtsgang aus. Ja, ja, ich hatte selbst auch mal, jetzt habe ich falschen Knopf gedrückt, ja, das kennen wir ja bei mir. Ich hatte auch mal eine PlayStation 1, PlayStation 2 und dann war bei mir vorbei mit Konsolen. Dann war, jo, ein bisschen Schaden, unterwegs ist ein bisschen was passiert, aber ja. So, Freunde der untergehenden Sonne, wir haben jetzt fast eine Stunde wieder gestreamt. Ich denke mal, das reicht jetzt erstmal. Und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht werden wir das ja auch öfters machen, dass der Maximus einfach mal so ein Stündchen mal einen Livestream macht. Dann kommt dann halt mal kein Video. Ihr könnt es gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr sowas findet, dass ich denn... Was denn? Ist das doof? Naja, dann pfeift mich doch nicht an, du Ei. Das wäre... Cool. Vielleicht unter der Woche, nicht nur am Mittwoch, vielleicht auch vielleicht ja Montag oder vielleicht zwei oder dreimal vielleicht unter der Woche dann mal einen Livestream machen. Nicht nur immer Euro-Truck-Simulator, vielleicht auch mal ein anderes Spiel. So wie gestern, da haben wir ja noch ein bisschen Wildlands gezockt. Kann man ja alles mal so machen. Also es würde mich gerne interessieren, ob euch das so interessiert. Und CDF gleich weggeblockt. Haha, ich gleich gesehen, ja, wie lustig. Ja, hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Der nächste Livestream Euro Truck Simulator wird wahrscheinlich am Samstag sein. Morgen kommt ein ganz normales Video, das werde ich jetzt aufnehmen. Und ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Holen raus und stecken rin, sagt man. Das will Toni mal hören, dann ist er wieder ein bisschen spitz wie Lumpi. Und ja, dann hat auch wenigstens die Alte was davon. Und ja, wir machen jetzt auf jeden Fall einen Fisch. Morgen gegen 21 Uhr kann sein, dass wir da Wildlands zocken. Mal schauen, wie Toni sich da benimmt. Und ja, aber es kommen sowieso jeden Tag 14, 16, 18. So in der Drehe kommen ja sowieso mal Videos. War wieder schön mit euch. Wir machen einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Toni, du musst auch was sagen. Mhm. Sag ich. Tschüss. Ja, geht doch. Du brauchst immer Kloppe, oder? Oder? Was willst denn du, Mann?